Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Auf der Nintendo Switch. Wir haben den Fluch von der Reuseninsel gebrochen. Vielmehr hat das der arme Fischer gemacht. Und unterwegs haben wir tatsächlich noch den Allgott getroffen, mit dem wir kurz verhandelt haben. Und die Kehre hat uns aber nochmal um einen Gefallen gebeten. Den wollen wir schnell abarbeiten. Und danach wollen wir auch zu dem blutigen Baron. Oder ich mache noch eine Sache vorher. Weil die habe ich noch nie vorher gemacht. Mal gucken, ob wir so weit kommen heute. Nee, keine Lust auf euch. Ja, wenn du kommst, dann komm. Mund halten und kämpfen. Ach, was mache ich denn da? Alkohol und ein kleiner Knüppel. Ja. Und eine Lotte hier. Das ist Blödsinn. Wo ist das andere Pferd? Ach. Was mache ich denn? Einmal am Sonntag nicht gezockt, ne? Alles direkt vergessen. Hey! Langsamer. So, dann gucken wir mal. Ja, also hier große, sind Wagensport. Schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Ja, komm, Feine. War noch mehr? Erstmal nicht, okay. Gut, Meteoritenerz. Ertrunkenen Hirn, ertrunkene Zunge und Amethyststaub. Ah, das ist ein Wasserweib gewesen. Ah. Ertrunkene und ein Wasserweib, meine Lieblinge. Ach, der hat immer noch Axi drin. Das ist es. Dauert doch ewig, bis er die wegpackt, ne? So, wegpacken, danke. Ich nehme die auch gleich raus aus diesem Flott. Das nervt mich total. Ertrunkenen Zunge, Mundsauge. Kommt ihr oder bleibt ihr da hinten in der Ecke? Ich bleib da hinten, okay. Wasseressenz, Giftextrakt und Wasserweibzahn. Zu Ende oder genau andersrum, ne? Ja, hier geht's rein. Hier sind sie vom Weg abgekommen. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Das sag ich doch, Geralt.
Ja, ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Ja, was sagst du? Stahlbarren? Als Bärenfell? Alkohol? Eisenerz? Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Paket für Kayra. Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Kayra das wohl erklären wird? So. Moderhaut und Moderhautblut. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen im Velen. Schon sehr sarkastisch. Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles. Wein aus Beauclair bis zum ältesten Jahrgang. Weiß, Rot, Rosé, alles. Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sag dir, Freund, der will alles. Die Sache hat nur einen Haken. Wir müssen die Güter nach Velen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant. Schließlich ist Krieg und so. Aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für deine Pontarüberquerung besorgt. Und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut werden. Klaus. PS, wir machen halbe-halbe. Na, oder auch nicht, ne? So, Plätze. Komm her. Pass. Das ist eine Weganzeige manchmal, ne? Besonders schön ist, wenn man übers Meer muss. Dann ist es besonders schön. So, da bin ich wieder. So, einmal kurz. Speichern. So, und dann können wir auch direkt das alles abgeben. Zubel hier, Zubel da. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ja, das sagst du immer. Ich habe die Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Gut, ich warte. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch. Raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Jetzt werden wir aus dem Haus vertrieben. So nett. Wir machen ihre Einkäufe. Du warst Ich bin fast fertig. Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrinke ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. Bikanek, Win, Kaifil. Ich verstehe es nicht. Was ist mit der dritten Maus passiert? Was ist mit der dritten Maus passiert?
Der Zauber glückt in 2/3 der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Also wo... Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeuge tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cinderella mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig. Woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht. Ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Wien. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Ich bin ein Hexer, kein Weiberheld. Ich bin ein Hexer. Kein Weiberheld. Nun bilde dir nichts ein. Ich will mich nicht im Unterholz von dir bespringen lassen, sondern einen angenehmen Abend verbringen. Aber wenn du nicht wenn du das sagst. Gut, von mir aus. Oh, na gut. Ich mach's. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein. Ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes. Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Keinesfalls. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Dann gut. Ja, vor allen Dingen ist es nur eine Illusion. Er muss nicht das kratzige Hemd anziehen. Und was meinst du? Dekolleté zu sittsam? Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann nicht viel los. Das Essen wartet. Der Letzte macht den Abwasch. Ich mach den Esch. Lauf! Hauptsache, ich stehe direkt. Ich mach keinen Abwasch. Du kannst mich mal. Ey, Schummeln geht nicht vor den letzten Metern. Gratulation! Du wärst ein toller Jockey. Danke. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Das hättest du mir sagen können. Das war der Aufwand wert. Ja. Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer alles. Saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Wir feiern also etwas. Wie das? Wie das? Wie denn? Verzeih, aber man sollte meinen, die einzige Arbeit, die es in Wählen gibt, ist Feldarbeit. So ist es. Also habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder baue ich Rüben an, oder ich gehe. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll.
Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Die Werkstatt ist nicht verbrannt, falls du das meinst. Warum ist dir das wichtig? Warum kümmert dich das denn? Weil mir die Bedeutung der Studien klar ist, die dort durchgeführt wurden. In den falschen Händen könnten die Ergebnisse großen Schaden anrichten. Tut mir leid, so ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Ah, jetzt ist es schon romantisch. Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde, mit gewissen Vorzügen. Also... Ja, was soll ich dazu sagen? Du musst mich nicht zweimal bitten. Mir ist nicht danach. Tut mir leid, es gibt da jemanden. Sagen wir mal so, wir lassen diese Folge jugendfrei. Tut mir leid, da gibt es schon jemanden. Na und? Oh, Geralt, du bist so altmodisch. Sterne mit mir? Warum nicht? Weißt du, wie dieses Sternbild in Serikanien heißt? Bestimmt irgendwas mit Drachen. Nein, es hat einen anderen Namen. Etwas unanständig. Komm näher, dann flüstere ich ihn dir ins Ohr. Ikvane Nafr. Kera? Wo? Sie hat mich mit einem Zauber einschlafen lassen. Sie hat was vor. Die Reuseninsel. Der Turm. Also, ich sage euch was. Wenn ich noch diese Woche die 20 Abonnenten knacke, so dann gibt es ein kleines Special, wo Geralt unanständig wird mit der Kera. Ja, es liegt an euch. Ich schwimme dahin, das war jetzt einfach schneller. Ja, schon fast da. Na toll. Dann schwimmen wir einmal rum. Wir lassen sie ja nicht so einfach da kommen, nicht von kommen. Ganz oben im Turm. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt.
Was ist mit den Notizen? Na komm. Du hast mich. Machen wir einen auf Drama Queen. Ach bitte. Ich habe nur eine Gelegenheit genutzt. Hätte ich gewusst, dass du Alexanders Notizen willst, hätte ich dir nie geholfen, den Fluch der Reuseninsel zu brechen. Na schön, ich war vielleicht nicht ganz ehrlich und hab dich nicht eingeweiht. Aber ich wusste, dass du es schaffst. Männlich, wie du bist. Gerald, Süßer. Guck nicht so böse. Sonst glaube ich noch, dass du mich nicht mehr magst. Ich mag keine falschen Schlangen. Spaß beiseite. Was genau spielst du für ein Spiel? Ich bin nicht hergekommen, um deine Spielchen zu spielen. Ich weiß, was du vorhast. Immer verdächtigst du mich. Das verdiene ich nicht. Meine Absichten sind rein wie die Tränen einer Jungfrau. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Radovid vergibt niemals. Radovid interessiert sich nicht für deine Arznei. Radovid vergisst und vergibt nichts. Besonders, wenn es um Zauberinnen geht. Für mich wird er eine Ausnahme machen. Er muss. Ich habe etwas, das er will. Bitte, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Und du glaubst, dass dich Yennefer irgendwann nicht mehr wie einen Köter an der Leine behandelt. Dass ich nicht lache. Ich gehe zu Radovid und berichte ihm von diesen Forschungsarbeiten. Ob du es nun willst oder nicht. Das kann ich nicht zulassen. Das ist Selbstmord. Keira, das ist Selbstmord. Sie werden dich an einen Pfahl binden und verbrennen, um die Moral des Volkes zu heben und es zu unterhalten. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an. Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen. Ich, Keira Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen. Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Du erwartest Mitleid von mir. Mach, was du für richtig hältst. Geh nach Kaer Morhen hin. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen hin. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Amy, Radovid. Die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Lagen. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Vielleicht, weil ich eine bin. Ich weiß es nicht. Sehen wir uns in Kaer Morhen? Bevor ich gehe, die Notizen. Ich nehme sie mit. Ja, schon. Aber bevor ich gehe, musst du mir diese Notizen geben. Schon gut, nimm sie schon. Danke. Leb wohl, Geralt. Oder besser gesagt, bis bald. Also, hier habt ihr dreierlei Entscheidungen. Bei der Keira. Also entweder schickt ihr so wie ich nach Kaer Morhen und nimmt die Notizen mit. Ihr lasst ihr die Notizen und sie geht nach Radovid, wo sie stirbt. Oder ihr bringt sie so sehr auf, dass ihr gegen sie kämpft und sie dann stirbt. Also das sind die Möglichkeiten, die ihr hier habt. Müsste mal gerade gucken. Der Karte, nicht im Inventar. Müsste ich tatsächlich wirklich nachgucken.
ich werde erstmal ein paar Quests einsammeln. Denke ich. Ach ja, so. Warum so fahren? Kinder rein. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefe Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, such uns auf. Frage nach mir, so bei mir, dem Ältesten. Klar. Ja, klar. Dann wär's mit einer Runde. Wind. Was denn? Bevor ich nach dem Baum suche. Nee, du willst gar nicht spielen. Na dann. Sag mir, was du anzubieten hast. Das kann weg. Nee. Reparieren, ja. So. Depot. Bis dann. So, dann gucken wir mal. Hol es hier noch ein. Ich meine, ich habe gerade noch einen Händler gesehen. Dann gucke ich mal, ob der Gwyn spielt. Hast du Geld? Ja. Nein. Deshalb stehe ich hier. Ich will Karten spielen. Ja, das möchte ich bitte. So. Dann starten wir mal das Spiel. Ich fange an. Die mag ich nicht. Die mag ich auch nicht. Und wir fangen wieder mit den Bogenschützen an. Gerade am überlegen, welcher König das war. Das war Voltes, klar, aber welche Fähigkeit er hat, war, weiß ich jetzt gerade nicht. Hier nur eine. Ach, da will mich jetzt abziehen, ne? Also entweder passt er jetzt. Wenn ich jetzt passe, dann ballert der einen raus. Dann steht noch einer. Ja. Ich passe jetzt einfach. Entweder passt der jetzt auf oder der haut jetzt alle Karten auf die Art. Also passt alle. Gut. Ah, sehr gut. Den Bogenschützen legen wir jetzt.
Dann legen wir die. Nein! Mann. Boah, der hat noch drei. Nee, komm. Wir passen jetzt. Dann verlieren wir die Runde. Oh, dann hat er 6 Karten. Ja, so oder so ist doof. So oder so ist doof. Wir verdoppeln. Jetzt nach und nach alles, was wir haben. Und hoffen, dass er weniger hat. Was ich nicht glaube. So, das war die letzte. Mehr habe ich nicht. Und dann noch 4 Karten. Wir haben gewonnen. Wir haben mehr Glück als Verstand. Wir haben 10 Kronen gewonnen und eine Karte. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, das möchte ich gerne. Und du hast nicht. Aber du kannst das kaufen. Guck mal, hier habe ich auch noch Krams. Ja. Nepo. Mhm. Ach ja, was machen wir jetzt? Ich könnte mal gucken. Entweder machen wir wirklich einen blutigen Baron, fangen wir schon mal an. Die Herren des Waldes machen wir noch nicht. Novigrad ist noch zu schwierig. Wir könnten das machen. Wir könnten mit dem anfangen. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist ein Novigrad. Das heißt, wir müssen dahin, wo Triss ist. Wir machen das. Nicht meine Schuld, dass er gegen die Orten müsst ihr auf eure Wissen gehen. Du siehst aber gar nicht gut aus. Wo ist die Plätze? So, und dann reiten wir zu dem Quest. Diese Geräuschkulisse. So. Aber wir müssen noch viel weiter. Ich dachte, im Dorf wäre es schon. Ihr könnt ja auch mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel jetzt haltet. Von dem Spiel generell oder auf dem Port auf die Switch. Aber findet, es lohnt sich noch, es zu holen, oder aber sagt, nee, grafisch ist es so runtergeschraubt worden, dass ich das gar nicht mehr schön finde.
Können wir mal gucken? Haben wir? Oder ja, den kennen wir. Zeig mal. Das unverschämte Sturmgekennziehen. Die Karte hatte ich doch schon. Wollte ich damit sagen. Hab ich schon gelesen. Bis dann. Der Händler ist immer noch nicht hier. So. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Deine Frau ist verschwunden. Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir etwas Seltsames aufgefallen? Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Hast du nach ihr gesucht? Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald. Sie sind Schwestern halt. Nichts. Ich werde nach ihr suchen. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Aber nicht schon von seiner eigenen Schwester in der Vergangenheitsform zu reden. So, aber ich würde sagen, wir machen einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und ein Abo. Und ich freue mich. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda.